Es passieren schon gerade ein paar paradoxe Mechanismen, weil die ganz klar unmissverständlich ausgesprochenen Aufgabenstellungen und auch Aufträge lauten, jetzt die verschiebbaren Operationen zu verschieben. Wir haben eine Eingangskontrolle ungeahnten Ausmaßes in den Spitälern gesetzt. Wir verbieten quasi jede Form von Besuch. Wir haben die Medizinuniversität geschlossen, damit nur Studenten durchs AKH durchlaufen und auch in anderen Universitäten, also nicht nur in Wien, sondern auch in Innsbruck, Graz, Linz, um eigentlich jetzt dem Spitals- und Gesundheitssystem noch eine Ruhephase zu vergönnen. Gleichzeitig findet aber statt ein kollektiver Angst- und Hysteriemechanismus, weil ich befürchte, ich weiß es nicht genau, aber ich befürchte, dass die Mehrheit der Menschen glaubt, dass da jetzt ein Zombie-Virus auf uns zukommt, wie in diesen apokalyptischen Filmen, die wir so gerne am Samstagabend sehen im Fernsehen. Und daraus jetzt plötzlich ein Angstmechanismus auch im Gesundheitssystem entstanden ist, der teilweise schon fast paradoxe Formen annimmt. Ärzte, die es gewohnt sind, jeden Tag höchst ansteckende Patienten zu behandeln, höchst ansteckende Operationen durchzuführen, die ein Vielfaches an Gefährlichkeitspotenzial haben, als die Frage, die wir haben, was jetzt nicht eine Relativierung in Richtung Ungefährlichkeit des jetzigen Phänomens bedeuten soll, sondern es gibt nur viel ansteckendere Situationen im Spital, kriegen plötzlich das Zipperlein, wenn sie an diesen Virus denken. Also da passiert gerade genau das Gegenteil von dem, was eigentlich intendiert ist. Und das ist schon ein sehr faszinierendes Phänomen, wie eine kollektive Hysterisierung offensichtlich mit im Paket ist, wenn es heißt, wir versuchen jetzt einmal so unsere Mechanismen als Gesellschaft runterzufahren, um erstens diese sprunghafte, spontane Ausbreitung, die natürlich möglich ist, nach hinten zu schieben und sie sozusagen runterzudrücken und künstlich sozusagen abzuschwächen. Und gleichzeitig passieren aber Dinge, die in dieser Form weder beabsichtigt, von wem auch immer, also von niemandem beabsichtigt sind, aber offensichtlich ein Teilphänomen sind, mit dem man sich beschäftigen muss und nur zeigt, dass wir eben mit diesen radikalen Maßnahmen, die wir haben, eben auch überhaupt nirgends Erfahrung haben, zumindest nirgends in demokratischen Systemen. Aber wissen nicht, was in China passiert hinter den Kulissen. Ja. Wir wissen nicht, was in Korea passiert hinter den Kulissen. Wir kennen die offiziellen Berichte. Ich will gar nicht wissen, wie es in China in Haftanstalten ausschaut. Vielleicht eh ganz super, wie die offiziellen Berichte sind. Ich weiß es einfach nur nicht. Und Faktum ist, wir stülpen jetzt ein totalitäres System oder ein totales System über ein demokratisches System. Das haben wir jetzt geschafft mit einem unglaublichen Disziplinierungsaufruf, den faktisch die gesamte Bevölkerung versteht, zu dem ich auch stehe, dass wir das tun, darum ist es auch gescheit. Verstehen wir, der erstaunlich gut funktioniert. Der erstaunlich gut funktioniert und ich glaube, da gehört eben unsere Politikerdisziplin mit dazu, aber auch eure als Journalisten, weil wir gerade zeigen, wie diszipliniert wir sind, wie diszipliniert wir sein können, wenn es ein klar artikuliertes Ziel gibt. Und das klar artikulierte Ziel ist das, was er vorhin schon gesagt hat. Wir wissen, dass die hauptbetroffenen Gruppe jedenfalls unsere Seniorinnen und Senioren sind. Unsere Alten sind die hauptbetroffenen Gruppe. Und deswegen sollten wir die auch gut schützen. Und wir machen jetzt einen Schulterschluss, letztens, um es pathetisch zu sagen, um unsere Alten zu beschützen. Ja. Jetzt, aber darf man da jetzt bitte an der Stelle schon noch mal deutlich sagen, es gibt keine Anordnung, lebenswichtige Operationen oder Krebsoperationen zu stoppen, sondern Nein, das, was Sie gesagt haben, ist eine Fehlhaltung und eine Fehlhandlung von einzelnen Menschen, die augenscheinlich überfordert sind. Aber die Anordnung dafür gibt es nicht auf Basis von Corona. Aber es gibt die Erfahrungen, vielleicht können Sie uns die kurz schildern. Weil Sie gesagt haben vorher, es kommt dazu, dass wesentliche Operationen jetzt nicht durchgeführt werden. Das ist korrekt. Und das ist aber keine Anordnung, das ist kein Wunsch, sondern das ist Fehlverhalten von Einzelnen, weil Einzelne überfordert sind. Es hat auch niemand behauptet, dass es eine Anordnung ist. Nein, nur weil aber es gibt Erfahrungen damit und die würde ich gerne abrufen hier nochmal kurz. Wir stehen sehr wohl meines Erachtens an einer Bifurkation, Humanismus oder nicht. Und wir zeigen im Moment, dass wir es können und ich glaube,
glaube, dafür sollten wir uns auch loben in unserem Land. Es funktioniert nämlich ausgesprochen gut. Und wir zeigen den Schulterschluss, wir zeigen die Solidarität mit unseren Alten. Und das ist ganz ein wesentlicher Aspekt. Dort geht es ganz massiv basisch um humanistische Werte. Und um den Teil geht es jetzt, wenn man in dieser liberalen Ich wollte den Herrn Wöhrer einfach schon vor einiger Zeit bitten, weil er auch nie behauptet hat, dass es eine Anordnung gibt. Es kann trotzdem passieren, also eine interessante Erfahrung, die wollte ich Ihnen noch einmal bitten, zu schildern. Das ist halt leider so. Nur sollte nicht ein Zuschauer jetzt verunsichert sein und glauben, es wird... Dass es angeordnet ist? Nein, hat eh niemand gesagt. Ich möchte schon, dass die Zuschauer verunsichert sind. Warum wollen Sie die Menschen verunsichern? Warum sollen die Menschen nicht zusammenhalten? Was heißt ich will die Menschen verunsichern? Schauen Sie, was gerade passiert. Sie haben gerade vorher gesagt, ich möchte die Menschen schon verunsichern. Warum? Ich möchte, dass die Menschen wissen, was gerade in den Spitälern abgeht. Das ganze Becken... Nein, es geht, glaube ich, nicht lassen Sie so mich ab bitte in den Spitälern. Vielleicht darf es kurz zu Ende sagen. Weil dann wäre es eine Anordnung, wenn es so abginge. Die Realitäten basieren nicht nur auf Anordnung. Vielleicht lassen wir es einfach erzählen mal, den Herrn Wöhrer. Es ist tatsächlich so, dass ganze Bettenstationen gesperrt werden. Ganze Spitäler in Bundesländern laufen auf Notbetrieb. Das heißt, es werden Leistungen runtergefahren. Ja. Da kommt es zu Operationsverschiebungen. Da kommt es zu Verschiebungen von sehr wichtigen Operationen, von sehr wichtigen Eingriffen, von Batterietausch beim Herzschrittmacher, von Krebsoperationen, wo der Krebs drinnen sitzt, der ist gerade geschrumpft nach der Chemotherapie. Die wird verschoben auf unbestimmte Zeit. Da kommt es, wie heute in meiner Ordination, eine Patientin, die auf ein Palliativbett wartet, wird abgelehnt, stirbt jetzt wahrscheinlich in diesen Stunden zu Hause. Eine ältere Dame, die pflegt von ihrem Ehemann, 85 Jahre, die es nicht in das Hospiz schafft. Ich habe im Hospiz angerufen, gefragt, was ist da los? Habe gesagt, tut mir leid, wir mussten sperren in Vorbereitung auf das Coronavirus. Das sind Realitäten. Ich gebe vollkommen recht, ja, was sozusagen oben beschlossen wird und was unten ankommt, das ist nicht immer ein und dasselbe. Und jetzt möchte ich da keine Schuldzuweisung machen. Ich möchte nur sagen, das passiert gerade. Ich glaube, wir müssen da lernen. Natürlich, es gibt Fehlentscheidungen, es gibt persönliche Überforderung von Einzelnen. Nicht jeder ist krisenfest und jeder ist in seinem Genau. Aber wir haben jetzt den großen Schulterschluss und ich möchte das Schulterschlussthema noch einmal an den Herrn Kottenschall weitergeben, wer sich der ja so mit sozialen Systemen im Tierreich und auch zunehmend in seinen Publikationen im Menschenreich beschäftigt. Dass das so gut funktioniert und wie auch viele sagen, so erstaunlich gut funktioniert, hat es damit zu tun, dass irgendwie stillgelegte Solidaritätsbedürfnisse jetzt erwachen oder hat es vielleicht mehr damit zu tun, dass die Leute jetzt sehr gern folgen einem so quasi einer Alpha-Community in der Politik, die jetzt endlich mal sagt, wo es lang geht, was ist das eher? Sie sagen es ja schon. Ne? Ich lausche mit Interesse einer sehr technischen Diskussion. Aber eigentlich hat bis jetzt niemand die Frage gestellt, was machen diese Maßnahmen mit uns? Ne? Was machen sie mit den Menschen? Ich habe jetzt als Naturwissenschaftler nicht die Absicht, die Realität eines Virus zu diskutieren. Und auch nicht, ob die Maßnahmen der Politik, der Regierung, sinnvoll sind oder nicht, offenbar sind sie es. Die Ziele, über die kann man diskutieren, aber es ist wirklich, ich möchte jetzt nicht zynisch erscheinen und bitte, es soll mich niemand falsch verstehen, aber wir haben eine ganz eine hochinteressante Situation. Wir haben, dem kann man ruhig zustimmen, wir haben sozusagen, die Politik sieht es so, wir haben einer der stärksten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg und wir haben vor allem das radikalste gesellschaftliche Experiment seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir fahren gerade die Gesellschaft runter. Und das, wie gesagt, es gibt Leute, die werden darunter leiden, es gibt Leute, die haben Angst um ihren Arbeitsplatz, Angst um ihren Betrieb etc. etc. Ich möchte es nicht kleinreden, aber es ist auf jeden Fall... Als Wissenschaftler findet man das zunächst einmal faszinierend. Und ich hoffe, das finden die Wirtschaftswissenschaftler faszinierend, die Soziologen, die Politologen, die Verhaltensbiologen wie ich, die Psychologen, weil
Unabhängig davon, wie sinnvoll das jetzt medizinisch ist oder nicht, oder ob wir das so oder so hätten machen können, wir haben jetzt dieses Experiment und sozusagen vor der nach der Pandemie, es wird mit Sicherheit die nächste kommen. Wir können unglaublich viel davon lernen. Wir wissen heute auch, und das sollte man endlich akzeptieren, dass Menschen keine beliebigen Wesen sind, sondern dass es eine ganz klare Natur des Menschen gibt. Da wissen wir heute viel, viel mehr darüber als vor 10 Jahren. Ich habe gerade bei Brandstätter Verlag ein Buch darüber rausgebracht. Und wenn man sich das so anschaut, dann kann man eigentlich die Auswirkungen dieser Maßnahmen ganz grob einmal einschätzen. Was sind Menschen? Menschen sind aus einer radikalen sozialen Evolution hervorgegangen. Das heißt, wir sind die radikalsten sozialen Wesen, die es überhaupt gibt. Das heißt, denen jetzt die Sozialkontakte abzudrehen, ist natürlich der Sonderfall einer Brutalität. Der wird natürlich abgemildert dadurch, dass wir heute elektronische Medien haben. Das heißt, wir sehen ja schon die Auswirkungen, was passiert. Das heißt, die Leute, die vorher schon gut vernetzt waren, die bedienen sich dieser Medien, ob das jetzt WhatsApp oder Twitter oder was immer ist, bedienen sich dieser Medien und haben geradezu einen Overshoot an Kommunikation. Und die vorher schon nicht gut vernetzt waren, die vereinsamen. Und wenn die das Pech haben, keinen Hund und keine Katze zu Hause zu haben, wird sozial wirklich eng. Nicht nach 3 Tagen, aber nach einer Woche vielleicht. Das heißt, man kann relativ klar vorhersagen. Das ist eine Formulierung, die ich interessant finde. Bitte? Dann wird es eng. Was heißt denn das in echt? Das wird, es ist ein menschliches Bedürfnis, sozusagen in Resonanz. Aber was macht so jemand dann, wenn es mir eng wird in der Situation, was tue ich dann? Also es wird Leute geben, es gibt alle möglichen Reaktionen, es gibt diese verschiedenen Coping-Stile, aber es wird ein erheblicher Teil der Bevölkerung zum Beispiel in vielleicht einer Woche ins Fernsehen, ins Essen und ins Trinken flüchten, ganz massiv. Das heißt, wir werden eine Zunahme des durchschnittlichen Körpergewichts haben. Ein kleiner Teil, also ein gewisser Teil wird hoffentlich in Sport investieren. Outdoor ist schwierig. Man muss echt sagen, dass diese Maßnahmen natürlich auch ihre Kostenseiten haben, auch massiv gesundheitliche Kosten verursachen werden. Und wie die Bilanz dann ausgeht, das wird man sich nachher ausrechnen können. Aber das Entscheidende ist ja, wir haben nicht nur dieses soziale Bedürfnis, wir haben das Bedürfnis nach Wirksamkeit, nach Resonanz mit anderen. Das wird alles zurückgefahren. Wie gesagt, Verhältnis zu den elektronischen Medien ist natürlich höchst interessant. Und Menschen sind vor allem unglaublich bedürftig, in einer Gruppe in Kohärenz mit den anderen zu leben. Und da erleben wir jetzt gerade ein ganz interessantes Phänomen. Es ist eine Krise und was passiert? Wir rücken zusammen. Nicht? Virtuell allerdings hauptsächlich. Virtuell in erster Linie, nicht? Wir rücken ganz praktisch zusammen. Es gibt sogar Empfehlungen jetzt sozusagen, wir sind sehr stark in Zukunft jetzt auf Onlinehandel angewiesen, weil die Geschäfte zu sind. Das heißt, es gibt Empfehlungen, den österreichischen Onlinehandel zu frequentieren und nicht Amazon oder andere große Firmen, weil der österreichische Handel zahlt bei uns Steuern. Und es gibt, ich würde nicht sagen Hunderte, aber es gibt viele solche Tendenzen. Das heißt, die Gesellschaft rückt zusammen und das ist eine typische Reaktion von Krisen. Und diese Kohärenz, das ist durchaus eine positive Geschichte. Nicht? Auch das Versammeln hinter der Regierung. Das heißt, im Moment hinterfragt keiner. Die Österreicher sind sowieso ein seltsames Volk. Wir haben angeblich an die 40% der Leute wünschen sich einen starken Mann und den haben sie jetzt. Das kann man positiv sehen, das kann man auch ein bisschen, da kann man auch ein bisschen Bedenken haben, aber ich glaube, da ist die Politologin eher gefragt. Ich glaube, sie will eh. Ja, ich wollte auch reagieren auf diese Sachen, aber was Herr Hacker eben schon gesagt hat, also auch auf diese Diskussion Humanismus, neoliberal und so weiter, das, was wir sehen und was ja normalerweise im Diskurs eigentlich nicht mehr gewürdigt wird, ist, der Staat funktioniert. Ja? Und das ist ja mal was Schönes und ich finde, das muss auch ausgesprochen werden. Jetzt lotst uns der Staat durch diese Krise. Ja? Überall, in allen europäischen Ländern. Wir sehen, dass das jetzt auch Gesundheitssysteme in Spanien zum Beispiel verstaatlicht werden und so weiter und so fort. Ja? Wir haben staatliche Garantien für die Wirtschaft. Gucken wir mal, wohin die uns tragen. Aber dafür, dass wir die letzten Jahre im öffentlichen Diskurs immer nur gesagt haben, der Markt kann alles richten und immer sowieso alles Messer, kriegen wir jetzt mal eine kollektive Erfahrung, dass der Staat uns durch diese Krise trägt. Und ich finde,
finde es wichtig, weil es im Grunde, so wie Sie gesagt haben, ist das ein republikanisches Element. Ja? Also Sie sagen Solidarität. Als Politikwissenschaftlerin sage ich, wir sind die Republik. Ja? Wir kümmern uns jetzt um die Republik, nämlich das Gemeinwohl inklusive der alten Leute, die wir jetzt zu schützen haben. Und das ist ein schönes Signal und das sehen wir ja überall. Also auch zum Beispiel aus Italien, wo die Leute in Österreich, ist das ja leider noch nicht so, ja, aber wir stehen noch nicht auf dem Balkon hier. Ich wohne ja auch in Wien. Aber in Italien, dass die jetzt da singen, ja, jeden Abend um 19 Uhr wird in Italien auf den öffentlichen Balkons gesungen. Das hat man ja im Leben nicht, dass auf einmal die Leute, die sich nicht kennen, in diesen großen Wohnblocks vom Balkon Musik machen. Das ist übrigens für Deutschland, ist das für Sonntag 18 Uhr angekündigt. Wir wissen ja nicht in Deutschland, wie das jetzt geht mit der Ausgangssperre. Aber dass wir zueinander kommen über das Singen vom Balkon. Aber glauben Sie ernsthaft, dass das von Dauer sein wird, das Phänomen? Nein, von Dauer, da habe ich ja eben schon was zu gesagt. Aber ich finde es erstmal wichtig, weil wir natürlich wie immer in allen Situationen eine dialektische Bewegung sehen. Ja? Wir sehen die ganze Panik, wir sehen die ganzen Kollateralschäden für die Gesellschaft, das haben Sie eben gesagt. Wir sehen die Börsenkrise, die Wirtschaftskrise, die europäische Krise, die Grenzschließung und so weiter. Und wir sehen in der gleichen dialektischen Bewegung die Solidarität, das Singen von den Balkonen und diesen Schulterschluss, aber, den wir jetzt sehen. Ja? Und deswegen, was ist das Aber? Aber wirklich die Besorgungen zu Hause zu machen. Also in der Stadt, ich kann es vor allem von Wien beurteilen, da gibt es wirkliche Solidaritätsaktionen, wo junge Leute sagen, wir bieten unseren Nachbarn dezidiert an, offensiv an, dass wir für sie einkaufen gehen, dass wir für sie in die Apotheke gehen oder wenn man nur am Telefon quatscht miteinander. Also da entstehen jetzt gerade Initiativen in der Stadt, die ganz unglaublich sind, wo ein vollkommenes Zusammenwachsen auch ist, weil es darum geht, dass die Stadt zusammenrücken auch will, um durch eine, das ist, ich hätte es so nicht formuliert, aber jetzt habe ich mir zuhören, sozusagen quasi mitgedacht, weil ich bin ja gerade eigentlich im völlig anderen Modus als in meiner normalen Aufgabe als Politiker. Aber es stimmt natürlich völlig, was Sie sagen, es stimmt völlig inhaltlich zu. Wir haben jetzt alles quasi verstaatlicht und haben dem auch natürlich eine klare Aufgabenstellung drüber gegeben. Und nur solange diese Aufgabenstellung glaubwürdig ist, solange kann das System aufrechterhalten werden. Erstens und zweitens, es kann nur begrenzt funktionieren, weil es fällt uns natürlich auch wiederum kollektiv die Decke auf den Kopf. Und da kommt dann das Phänomen, der Mensch ist halt auch ein freiheitsliebendes Tier. Sie haben ein Aber noch formulieren wollen. Naja, das Aber war eher positiv gemeint, weil momentan hat man schon den Eindruck, also die ganzen Jahre und Monate vorher hatte man eher den Eindruck, dass das Ansehen der Politik nicht immer sehr hoch war. Nicht? Die finden keine Entscheidungen und die streiten und bla bla. Und jetzt plötzlich merkt man, eine liberale, repräsentative Demokratie, die kann was. Das ist eine ordentliche, geschlossene Machtausübung, wenn man das so sehen will. Nicht? Also die kommen zu Entscheidungen, die verändern sozusagen die Gesellschaft mit wenigen Federstrichen über wenige Tage. Und das macht Eindruck. Das macht Eindruck und das ist durchaus im Sinne des Vertrauens in die Politik. Aber Vorsicht, nicht? Man darf sich nicht daran gewöhnen. Ich wollte gerade sagen, ich werde ein bisschen vorsichtig, weil das, was Sie hier schildern, ist ja eigentlich, dass wir jetzt festgehalten haben in den letzten Wochen, dass die liberale Demokratie ein bisschen zu wenig Macht hat an der Spitze und deswegen muss man mit parlamentarischem Beschluss das ein bisschen verändern. Und das Epidemiengesetz ist jetzt nicht gerade ganz taufrisch, also stammt aus einer Zeit, wo irgendwie andere demokratische Verhältnisse waren und die theoretisch diese Möglichkeiten erlaubt. Also mehrere Regierungsmitglieder haben mir, wie sie das zum ersten Mal gelesen haben, passt erstaunt gesagt, wir wussten ja gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, wenn sowas passiert. Ja, sind Sie auch froh darüber, dass jetzt der Staat übernimmt? Ich bin also über die jetzige Situation ganz sicher nicht froh und zwar über nichts, was da gerade passiert. Was ich bin, ist dass ich glaube, dass eigentlich die meisten Maßnahmen die richtige Antwort sind, aber froh ist definitiv hier nichts. Es ist eine sehr paternalistische Politik, die wir jetzt haben. Und die dürfen sich die Leute nicht gewöhnen und die Politiker auch nicht. Die kann man vorstellen, wenn man da oben jetzt diesen unglaublichen Erfolg hat und diese unglaubliche Unterstützung von unten, dass man sagt, das funktioniert ja wunderbar. Ja, aber auf beiden Seiten, das ist ja das, was ich Sie fragen wollte, wenn Sie sagen, es ist toll, das Vertrauen der Politik steigt dadurch, dass sie paternalistisch ist. Fragt sich nur, wie lange. Möchte man das fragt wirklich sich, haben? Wie lange und vor allem darf man eins nicht vergessen. Und das kann man wirklich human
ethologisch begründen, die einzig wirklich nachhaltige und politische Struktur, die auch geeignet ist, auf globaler Basis, die Lösungen, das darf man auch nicht vergessen, wir haben ja nicht nur eine Viruskrise, wir haben enorme ökologische Krise. Die Lösung dieser ökologischen Krise anzugehen, ist die liberale Demokratie. Die starken Männer werden es für uns nicht richten, weil die haben völlig andere Interessen. Das heißt, wir leben im Moment in den Tagen der starken Männer in Österreich und Frauen, aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Aber jetzt